Hallo und herzlich willkommen bei Stream On, eurem Kino- und Streaming-Magazin, in dem wir uns jede Woche die Highlights aus der Welt der Filme und Serien anschauen. Und ich habe auch heute wieder ein paar richtig coole Interviews für euch mit heimischen und auch internationalen Stars. Ich würde sagen, los geht's. Den Start macht die packende Thriller-Serie Beschütze Sie. Darin schlüpft Jennifer Garner in die Rolle von Hannah, eine Frau, die sich mit ihrer Stieftochter zusammentut, um das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes aufzuklären. Was wir uns von dieser neuen Serie erwarten dürfen, verrät uns gleich mein Kollege Kallmann Gergely, Film- und Serienexperte der Kronenzeitung. Davor schauen wir uns aber auch noch den Trailer an. Was definiert dich? Was definiert dich denn? Du zuerst. Dass ich für meine Tochter alles tun würde. Mrs. Michaels? Mr. Michaels hat gesagt, das ist für Sie. Das Gebäude ist geschlossen. Mein Mann hat hier drin sein Büro. Ich muss ihn sprechen. Owen ist seit 24 Stunden verschwunden. Wo ist mein Dad? Ich weiß nicht. Was ist das? Alles okay? Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Ihr Mann hat eine dunkle Seite. Warum reden Sie über ihn so, als wäre mein Mann ein Verbrecher? Ich habe keine Ahnung, wieso dein Vater geflohen ist, aber ich weiß, wer er ist. Er hat mich belogen, dann ist er abgehauen und ich will die Wahrheit wissen. Ich verspreche dir, wir werden ihn finden. Du musst aus Austin raus, Hannah. Wo hast du das her? Wer hat dich geschickt? Lauf, los, jetzt! Hannah Hall und die Kleine schweben in akuter Gefahr. Verschweigst du mir etwas? Wir dürfen uns nicht trennen. Ja, der Trailer schaut auf jeden Fall vielversprechend aus. Was wir uns noch von der Serie erwarten dürfen, mein Stammgast weiß es wie immer, Kallmann Gergely von der Kronenzeitung. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Ja, wie schaut es denn aus mit Beschütze Sie? Was dürfen wir von dieser Serie erwarten? Thriller, Action, Spannung und ja, ich glaube, Jennifer Garner wurde diesmal perfekt gecastet, weil es ist genau auf ihren Range of Motion zugeschnitten, nämlich, dass sie permanent aussieht wie ein geschlagener Welpe. Okay. Passt diesmal wirklich einfach punktgenau wie die Faust aufs Auge. Ja. Ihr habt ja auch mit Jennifer Garner ein Interview geführt. Da hat sie unter anderem gesagt oder verraten, dass sie in dieser Rolle oder mit dieser Rolle irgendwie gewisse Instinkte bekämpfen musste. Was genau war da? Also sie ist ja, spielt ja eine Stiefmutter und sie ist selber Mutter von mittlerweile, glaube ich, drei Teenagern oder drei Kids im Teenageralter. Und sie hat gesagt, sie musste halt dadurch, dass ihre Teenager-Tochter im Film gegen sie ist und sie halt nicht akzeptiert und ein bisschen so aufmüpfig ist, hat sie sich wirklich schwer getan, diese Distanz zu bewahren und sie nicht die ganze Zeit halt zu umarmen und sie zu streicheln und sagen, es wird alles gut, weil man wird dann sehen, worum, also man weiß ja, worum es geht. Also der Vater verschwindet und sie ist halt natürlich traurig und weiß nicht, was passiert und sie möchte gerne in diese Mama-Rolle, also sie ist so eine richtige Vollblut-Mama und möchte auch in diese Rolle halt schlüpfen und das kann sie halt nicht, weil sie diese Distanz hat zu ihrer Stieftochter. Mhm. Die Figur, die sie spielt, Hannah, ist ja Drechslerin und sie hat ja, glaube ich, im Interview auch erzählt, dass sie tatsächlich das Ganze auch selber gedreht hat. Genau, sie hat monatelang tatsächlich auch geübt und hat sich aber auch im gleichen Atemzug bei allen Menschen, die in der holzverarbeitenden Industrie entschuldigt, dass das jetzt nicht ganz professionell aussieht, aber sie hat ihr Bestes getan. Schau. Sieht aber wirklich gut aus, also für einen Laien zumindest. Ja. Okay, na immerhin. Bei der Serie hatte ja Reese Witherspoon auch ihre Finger im Spiel. Warum ist das denn so eine besondere Produktion auch für sie? Ich glaube, es ist mittlerweile kein Buch mehr sicher vor Reese Witherspoon und ihrer Produktionsfirma. Also die verfilmen ja am laufenden Band Bücher und machen aus Büchern Drehbüchern und dann Serien oder Filme draus. Und das ist jetzt wieder mal eines davon. Ich glaube, es ist halt auch dem Erfolg von Big Little Lies geschuldet, dass das damals so explodiert ist und seitdem halt sehr viel produziert wird. Leider natürlich nicht alles in der Qualität wie der wieder erste große Erfolg.
Ja, wir bleiben direkt auch im Hause Apple. Und zwar geht es weiter mit einer Adaption eines Mangas. Und die nächste Serie, die ist jetzt definitiv was für Weinliebhaber und Liebhaberinnen. Camille, wenn du das siehst, lebe ich nicht mehr. The reading of the wheel is tomorrow morning. The last time I spoke to him was 11 years ago. I don't think you realize what's ahead of you. Your father's legacy is the biggest wine collection in the world. Its full value, $148 million. He set up a test to determine who would inherit this. His daughter or his exceptional student. Der Gaumen ist ein Muskel. Süßholz. Korrekt. They're not just tests. It's a message. Da ist was zwischen uns. So ein Erbe ist eine Tragödie. Miss Léger? Ich fange jetzt mal ein bisschen brutal an, weil ich mag keinen Wein. Mich interessiert ja. Wein auch nicht. Warum sollte ich mir diese Serie trotzdem anschauen? Weil es überraschend ist, wie sehr das in Wahrheit keine Rolle spielt. Und das auch gut ist, weil sonst wäre es so nischig, diese Serie. Das wäre dann wirklich nur an die richtige Weinliebhaber adressiert. Dann hätten sie ja nicht wirklich Zuschauer. Also es ist wirklich, man ist selber überrascht, wenn man vielleicht keinen Wein kennt und keinen Weinliebhaber ist, wie spannend man darstellen kann, wie eine Weinverkostung sein kann, also das Tempo auch, mit dem es gedreht wurde. Es ist wirklich toll für Nicht-Weinliebhaber. Es ist wie eine Actionserie eigentlich fast. Ja. Spannend. Es ist ja, das Ganze ist ja auch eine Manga-Adaption. Merkt man das? Weil ich finde, im Trailer merkt man manchmal, wenn sie irgendwie halt die eine Szene, wo sie halt diesen Geruch bekommt und dann diese flashigen Farben reinschießen, ja. Das ist schon so ein bisschen Manga-Style. Also, merkt man das auch weiterhin? Ich glaube, das ist genau dieses Tempo und diese Action-Artigkeit, mit denen sie so simple Sachen wie an einem Wein riechen oder einen Schluck Wein kosten, ja. Machen, dass das vom Comic-Ursprung her rührt. Sonst ist es eher nur lose auf dem Manga basierend. Okay. Also. Okay. Das Ganze ist ja auch mehrsprachig. Ja. Wie ist das beim Zuschauen? Geht das einem dann irgendwann auf die Nerven? Ehrlicherweise nein. Irgendwann, also wenn man sich mal drin fallen lässt, automatisiert sich alles und man kommt super mit. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute Pachinko gesehen haben. Das war diese erste multilinguale Produktion von Apple. Damals schon super funktioniert und ich finde, diesmal auch stört nach den ersten 2 Minuten de facto schon nicht mehr. Ja. Okay. Und zum Schluss, was sagst du noch zum Cast? Wie machen sich gerade auch die 2 Hauptfiguren? Es ist super, weil dadurch, dass sie kulturell so weit auseinander weg sind, eine in Frankreich, der andere aus Japan, da clashen wirklich zwei komplett unterschiedliche Welten aufeinander und davon profitiert die Serie natürlich auch sehr. Okay. Ja, Top-Cast gibt es auch im nächsten Film und eine gehörige Portion Action. Ich habe mich nur gefragt, ob Sie irgendwann mal, Sie wissen schon, naja, mal ausgehen möchten. Ein Kaffee wäre echt gut. Jetzt? Na klar, jetzt. Ich halte mich gut fest. Sie heißt Sadie. Ich weiß, das hört sich total verrückt an, aber sie ist vielleicht die eine. Sie ist wirklich umwerfend. Ihr werdet sehen. Und, was Neues? Sie hat ihn geghostet. Ich wette, sie hat deine Nachricht nicht gelesen. Sie ist beruflich sehr viel unterwegs. Flieg zu ihr. Ich fliege nach London. Sie verstehen das. Das ist eine große romantische Geste. Das ist unglaublich, mein Freund. 8000 Kilometer, um eine Frau zu überraschen, die Sie nur einmal getroffen haben. Besonders, weil sie ihr geghostet hat. Nein, 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 sie hat mich nicht geghostet. Ihr Vertrag sieht nur kein Roaming vor. Ah, verstehe. Wo bin ich? Oh, Scheiße, Sie haben den falschen Mann erwischt. Ich bin ein Farmer. Nein. Uhuhuhuhu.
kannst du laufen, Cole. Sadie! Wer bist du? CIA. Die Fragen drehten sich alle um irgendeinen Taxman. Es ging denen um den Taxman? Die glauben, dass ich der Taxman bin. Du bist der Taxman. Halleluja. Halleluja. Nach dir wurde ich gekidnappt und gefoltert. Nach nur einem Ding. Ich hab einen Stein verschluckt. Du bist doch nach London geflogen. Das war eine romantische Geste. Setz hier den Kopfgeldjäger auf den Kontinent Ossian. Bring sie zu mir. Lebendig! Hier geht's um mehr als um dich und mich. Hast du nie dran gedacht, dass er ein feindlicher Agent sein könnte, der deine Mission gefährden möchte? Wer zum Geier bist du? Ich bin mit dir zusammen. Vertraust du mir? Soll das ein Scherz sein? Ghosted, das ist ja ein, ich sage jetzt mal, recht neues Phänomen. Natürlich muss ich das jetzt fragen. Wurdest du schon mal geghostet oder hast du schon mal wen geghostet? Weder noch. Ich bin so ein anständiger Mensch, das würde ich nicht übers Herz bringen. Okay. Schauen wir mal, ob sich jemand meldet nach der Sendung. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du hast mich geghostet, okay. Auch nein. Selber noch nie geghostet worden. Glück. Sorry, wie steht's bei dir? Ich sag jetzt auch mal nein. Ah, das ist... Ich hab tatsächlich schon mal wen geghostet, ja. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ging leider nicht anders. Oh. Ja, da wurde einfach das Nein nicht ganz akzeptiert. Aber gut, um das Ghosting geht es ja tatsächlich gar nicht mal so sehr in dem Film. Man glaubt ja am Anfang schon, aber dann im Endeffekt ja, geht es ja doch eher um was anderes. Wie spannend wird's denn in Ghosted? Spannend. Sehr spannend. Ich glaube, spannend auch, weil endlich mal diese Rollen auch umgedreht werden und nicht meistens die Frau geghostet wird und der Mann der große Macker ist. Und diesmal ist es wirklich umgekehrt. Also sie ist die große Mackerin. Man erfährt dann auch, warum. Und er gerät dann zwischen die Fronten, wo er sich eigentlich niemals, glaube ich, gesehen hätte, dass er mal landen wird. Die zwei standen ja auch schon vorher bereits vor der Kamera. Wie findest du, funktioniert denn sich die Chemie zwischen den beiden? Super, wirklich sehr gut. Ich bin ein großer Ana de Armas-Fan. Und ja, Chris Evans, ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, ist auch wieder wahr. Ursprünglich, das finde ich ja sehr spannend, war ja Scarlett Johansson für die Rolle, die jetzt eben Ana de Armas verkörpert, gedacht. Findest du, ist das jetzt eine passendere Auswahl oder... Wäre Scarlett Johansson vielleicht doch besser gewesen? Ich glaube, wäre wahrscheinlich gleich gut gewesen. Ich finde sie halt richtig toll und ich glaube, dass sie einen Funken wahrscheinlich besser in die Rolle passt als Scarlett Johansson. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen... Bist auch gebiased. Ja, wahrscheinlich. Ja, verstehe ich. Was sagst du denn auch zu... Also Chris Evans hat ja bereits verraten, dass es ja auch einige Marvel-Stars gibt, die da eventuell... so sich zeigen lassen. Ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, also da sollte man sich jetzt wirklich vielleicht überraschen lassen, aber ja, es könnte die eine oder andere Cameo-Auftritte geben, die lustig sind. Gut, ja. Na dann freuen wir uns auf jeden Fall drauf. In der nächsten Serie geht es auch um einen Marvel-Star, der ist auch in der, sag ich jetzt mal, Hauptrolle. Davor gehen wir aber noch in eine kurze Pause. Bis gleich. Willkommen zurück bei Stream On. In der nächsten Serie, wie versprochen, ein Marvel-Star, ganz, ganz groß. Man sieht ihn vielleicht auch schon ein bisschen im Hintergrund. Der ist allerdings in einer Reality-Show. Von der erwartet man allerdings anderes als das, was es dann im Endeffekt ist. Schauen wir in den Trailer. All right, here we go. Right. What's up, buddy? Explain to everybody how we got here. I'm buying these decommissioned government vehicles to help reimagine them to serve this community again, just in a different way. Which ones are his? They're all his. He said he bought two. I decided to reimagine, repurpose, and renovate these vehicles.
and I wanted to do it for communities and help kids in need all over the world. I also brought along some talented and familiar friends to help me deliver them. There's a lot of concern on the Avengers family chat, like, you know, what is Renner doing? He's going a little off the rails. We're gonna change this truck into a mobile rec center. What's the timeline? 2 weeks. I have never done so much carpentry work in my life. Yes! Rory is kind of a bull in a china shop. Bubbly! No power tools for Rory. Imagine possibilities. I thought you were up here playing bumper cars. The only difference between crazy... Don't tell Jeremy. ...and courage is a plan. I was just thinking, we're taking apart a bus with Hawkeye. Yeah! I hope this demonstrates how easy it is to make a giant difference in other people's lives. We want to give our kids an opportunity to dream. We'll have to bounce some ideas off each other. We can make something really special. We're going to change this truck into a water filtration truck. Can't wait to see the look on these kids' faces. I think everybody senses how truly special this project is. Let's finish this thing strong. Okay, Jared, what's the plan? I want to make actionability and thoughtfulness of others cool. I love that. I was still talking. Wenn man sich den Trailer anschaut, dann sieht man ja im Endeffekt eigentlich jemanden, der an Autos rumbastelt, so ein bisschen Pimp My Ride-mäßig. Mhm. Was steckt denn da wirklich dahinter? Also es ist wirklich Pimp My Ride, nur mit einem guten Zweck, würde ich mal sagen. Ja. Also Jeremy Renner hat so ein bisschen ein Faible für ausgemusterte Fahrzeuge, die mal im Gemeinschaftsdienst waren. Also alte Linienbusse, alte Feuerwehrautos, aber halt in große Fahrzeuge. Mhm. Und die werden dann mit einem Team umgebaut, das hat er schon vor der Sendung gemacht, und umgewidmet und stehen jetzt den Communities wieder zur Verfügung, nur mit einer anderen Funktion. Und daraus hat er jetzt eine Serie gemacht. Und er hat sich, es sind 4 Folgen, und für jede hat er sich eine Kids Charity ausgesucht. Nämlich nicht nur in den USA, sondern auch eine in Mexiko, eine in Indien und er hat zwei in den USA. Und die bekommen alle halt einen Linienbus, einen riesigen Laster, also teilweise umgebaut als Tanzstudio. Also erinnert wirklich an Pimp My Ride damals. Gute alte Zeit. Gute alte Zeit. Nur bei Pimp My Ride haben wir, glaube ich, irgendwann dann mitbekommen, dank Medienberichte, dass es alles nicht so, wie es scheint. Und die Fahrzeuge funktionieren auch alles nicht so wirklich, wie sie sollten. Und der ganze Schnickschnack, der eingebaut wurde, der... Ja, also bei manchen Sachen frage ich mich ehrlicherweise auch, wie zum Beispiel das Waisenhaus in Mexiko diesen mobilen Tanzboden da aus diesem Bus da rausfährt, weil du brauchst eine eigene Crew, die da alles aufbaut und hinstellt, aber... Der Gedanke zählt. Der Gedanke zählt. Nein, es ist sehr lieb gemacht und es ist ein bisschen so eine Feel-Good-Serie. Es ist kein großes, es ist jetzt keine Oscar-verdächtige Serie, aber es ist so eine Feel-Good-Serie und ich glaube, das macht Spaß zuzuschauen einfach. Würdest du denn sagen, dass es ohne Jeremy Renner auch funktionieren würde? Also wenn das jetzt jemand komplett anderes machen würde oder passt das einfach so zu ihm schon? Er ist jetzt eigentlich, ich glaube, die Sendung lebt auch ein bisschen von, er ist gar nicht so ein lustiger Presenter, also er ist jetzt nicht so präsent wie Exhibit damals bei Pimp My Ride zum Beispiel war und so outgoing. Das macht es zum Beispiel gar nicht so gut, finde ich. Mhm. Es lebt mehr von den Charakteren, von den ganzen Mechanikern und Mechanikerinnen, deren Geschichte auch ein bisschen erzählt wird und die sich auch teilweise mit den Menschen, die sie beschenken, halt identifizieren können, weil der Lead-Mechaniker zum Beispiel auch in Waisenhäusern groß geworden ist. Und da gibt es ein paar schöne Herzschmerzgeschichten dahinter. Wow. Und dann natürlich sein Produzentenpartner, der 2 linke Hände hat und eigentlich kein Werkzeug in der Hand halten sollte und dann entstehen lustige Situationen. Aber es würde, glaube ich, auch ohnehin funktionieren, okay. Ehrlicherweise. Aber die Frage ist, bekommt dann sowas so viel Aufmerksamkeit, wenn nicht ein Avenger halt da vorne steht und es promotet? Wir müssen natürlich auch noch kurz darüber reden. Jeremy Renner hatte ja, ich glaube Anfang des Jahres war es, einen sehr, sehr schweren Unfall. Wie geht es ihm denn inzwischen? Er ist sehr gut. Er scherzt sehr viel darüber, zum Leidwesen seiner Mutter, die das alles nicht so lustig gefunden hat, klarerweise. Aber ich glaube, er hat knapp 35 Knochen gebrochen, also wirklich knapp am Tod vorbeigeschrammt, weil er von einem Schneepflug überfahren wurde, als er seinen Neffen retten wollte. War jetzt auch bei der Premiere von Renovations mit so einem kleinen Wegelein, mit dem er herumfahren kann und mit Krückstock, aber er ist schon recht fit eigentlich dafür, dass er
fast nicht mehr war, muss man dazu sagen. Und er war, glaube ich, viel in Physiotherapie und echter Therapie, also in psychologischer Therapie. Und das hat ihm, glaube ich, gut getan. Und er jetzt lacht darüber. Na, immerhin. Auf dem richtigen Weg, das ist schon mal sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst, dass du uns wieder sehr spannende Einblicke geteilt hast. Danke dir. Ja, und wir machen direkt weiter mit einem Blick in die österreichischen Kinos. Da ist nämlich jetzt der neue Film Hals über Kopf draußen. In der Hauptrolle Otto Jaus, seine erste große Filmrolle. Und wir waren bei der Premiere mit dabei. Heute ist eine Kinopremiere von Hals über Kopf. Was erwartet denn den Zuschauer in einer ersten Hauptrolle im Kino? was erwartet man? Was können Sie erwarten? Einen sympathischen Proleten, der viel Blödsinn aufführt und trotzdem irgendwie sich da durchrackert und der aber wirklich auch sehr viel Herz besitzt. Also ich hoffe, das sieht man auch. Und natürlich einen Film, der einfach viel Spaß und Freude bereitet. Also für mich ist das Schönste, wenn die Leute dann nach dem Film rausgehen mit einem Grinsen im Gesicht und sagen, Herr, ciao, ist ein schöner Abend. Wir haben Spaß gehabt, wir haben gelacht, ein bisschen geweint habe ich vielleicht auch. Also das wäre das Schönste, wenn sie rausgehen. Das hoffe ich, dass der Film macht, ja. Es ist lustig, es ist traurig, es ist ordentlich Action drin. Und ich glaube, so ein Film hat es in der Form in Österreich noch nicht gegeben, weil er eben so viele Genres miteinander verbindet und weil er eigentlich nur eins will, und zwar ein guter Abend im Kino. Wenn alle von uns ihr Geld haben, der Onkel, die Deppen von der Bank, sag mal, glaubt das alle ist scheiße, gell? Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Kickback-Zahlungen, alles. Zerfetz mir das Kleid. Was? Zerfetz mir das Hochzeitskleid. Das muss echt wirken, brutal. Na, das mache ich nicht, hör auf jetzt. Das ist deine erste Hauptrolle. Kannst du dich noch an deine Anfänge erinnern? Ich war todesnervös. Also ich war, glaube ich, auch viel nervöser als der Otto. Und meine erste Rolle, das waren 3 Drehtage, also es war wirklich nur kurz und ich war 3 Tage so extrem nervös. Das war richtig schrecklich, also eigentlich unaushaltbar. Und ich bin sehr froh, dass sich das gebessert hat, weil sonst hätte ich den Beruf nicht auf Dauer ausüben können. Die Rolle, die Sie spielen, ist ja schon sehr gaunermäßig. Was bevorzugen Sie denn? So die lieberen Rollen eigentlich oder schon so die böseren? Das ist völlig gleich. In dem Film hat es einen Riesenspaß gemacht, so ein bisschen auf die Kacke zu hauen. Ein bisschen Karikatur von einem Wiener Vorstadt-Mafioso zu geben. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Der Onkel sucht dich. Er will seine scheiß Kohle. Die Polizei ist da. Der Film ist ja schon 2019 gedreht worden. Was sagst du jetzt dazu, dass es endlich soweit ist, dass die Leute den Film sehen? Du, ich glaub's erst, wenn die Premiere vorbei ist. Also wirklich. Nein, wir sind ja schon wirklich, wir haben schon zwei, also in diesen 3 Jahren haben wir schon 2 andere Termine gehabt, wo wir schon drauf gefreut haben und dann ist es doch nicht. Und jetzt stehen wir schon mal da und haben ein Interview. Jetzt hoffen wir, jetzt schauen wir, vielleicht stehen wir ja in 2 Jahren da und jetzt können wir es endlich austragen, das Interview. Ich weiß nicht, aber ich freue mich endlich, dass dieser wunderschöne Film das Licht der Welt erblickt und wir endlich schauen können, wie es den Leuten gefällt. Du studierst gar nicht Philosophie? Das ist keine Führung. Nicht einmal annähernd. Ja, und von der Premiere geht's auch quasi direkt hier zu mir ins Studio, ungefähr zumindest. Schön, dass du da bist, Otto Jaus. Ich freue mich, danke. Ich freue mich auch. Es war ja jetzt deine erste Filmrolle, wir haben es gerade auch schon im Beitrag gehört. Was waren denn so deine Erwartungen irgendwie vorab an diese große neue Challenge? Ja, das Schöne ist, wenn man etwas macht, was man noch nie getan hat, dann geht man da wirklich ohne Erwartungen rein. Also ich bin auch wirklich ohne Erwartungen reingegangen und habe einfach gedacht, mach einfach und lass dich überraschen. Versuch so viel aufzusaugen, wie geht und einfach versuch zu lernen. Und das habe ich dann gemacht und das ist immer schön. Das war beim zweiten Film dann nicht mehr so, weil sobald man weiß, um was es geht, glaubt man sich auszukennen bei manchen Dingen und dann ist es halt nicht mehr so locker flockig. Mhm. Aber ich versuche grundsätzlich, also so eine Devise, auch der Anthony Hopkins hat das gesagt und das ist so richtig: Erwarte nichts und akzeptiere alles.
dann ist das Leben einfach wirklich viel leichter, ehrlich. Ja. Wie war es denn mit der Nervosität? Hast du da irgendwie vorab was gespürt oder war es eh locker? Ich würd sogar sagen, es war mir so wurscht, ich bin da hingegangen, es war traumhaft. Nein, ich war wahnsinnig nervös. Also das schon, wenn man da was Neues macht, ist man immer nervös. Und da die erste, also wir haben 6 Wochen gedreht, die erste Zeit ist, also erster Drehtag wahnsinnig nervös, dann wächst man rein ein bisschen, dann, und sobald man sich wirklich daran gewöhnt hat, ist es schon wieder vorbei. Mhm. Aber ich war sehr nervös. Aber zum Glück mit diesem wunderbaren Team, welches wir gehabt haben, die sind so lieb gewesen alle, das war dann schnell weg. Sprechen wir mal über deine Figur, den Richie. Was gefällt dir denn an ihm am besten? Dass der ehrlich ist. Ich glaube, das ist einer der schönsten Eigenschaften, die man haben kann. Mhm. Und was man teilweise auch, es geht halt nicht immer, man kann nicht immer ehrlich sein. Wenn man die ganze Zeit ehrlich ist, hat man keine Freunde. Der Letzte, der wirklich ehrlich war, ist vor 2000 Jahren am Kreuz, auf ein Kreuz genagelt worden. Das ist wirklich... Also man ist zu Ostern. Ja, ich weiß, aber das ist, man muss da wirklich... man muss wirklich aufpassen. Ehrlichkeit ist, also wenn es wirklich um was geht, einfach den anderen Menschen wissen lassen, wo er steht. Und wie man, also das ist eine Eigenschaft, die der Richie wirklich hat. Und das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Deswegen macht das auch sympathisch. Weil der ist zwar ein Depp, ja, ist er, der macht auch viel Blödsinn und kommt immer wieder auf eine schiefe Spur auf. Aber er ist ein ehrlicher Depp. Mhm. Und das macht er noch sympathisch. Also da kann ich mir auch teilweise eine Scheibe abschneiden. Ich bin jetzt nicht, ich lüge nicht den ganzen Tag, aber trotzdem, man könnte immer ein bisschen ehrlicher sein. Sehr, sehr schön. Vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, wenn du so auf deine bisherige Karriere zurückschaust, was war denn so dein bisheriges Highlight, wenn du wirklich nur eines aussuchen darfst? Ich habe in London studiert für 3 Monate und hatte dort das Privileg, du kriegst dann vorher immer die E-Mails und da steht was zum First Week Project und so weiter und dann denke ich, was für First Week Project, und da steht der Roy Albert Hall und Elton John, ich denke mir, was? Und dann haben wir dort das Elton John Konzert eröffnet in der Royal Albert Hall als Chor mit einem riesen Orchester und haben seine Musicals dort, also besungen, ein Medley aus den Musicals, und da war auch er dort und das war Lion King, haben wir begonnen mit dem wirklich Riesenorchester. Das war so unfassbar geil. Bist du deppert? Das ist unter vielen ein sehr, sehr schönes. Natürlich kommt da gleich auch die Stadthalle mit dem Ball, braucht man nicht reden. Das ist also unfassbar auch. Aber du hast gesagt, eines, deswegen war es das. Aber das ist aber circa gleich. Das kann man so circa gleichstellen. Okay. So, 3-mal Stadthalle und Royal Albert Hall, Elton schon. Das ist für mich, also wirklich, da kannst du nicht sagen, was ist besser. Das ist doch mal sehr, sehr schön. Ja, das war schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Film einfach direkt wieder hier. Ja, zur Zeit dann auch. Mit Paul. Ja, perfekt. Freude. Super. Mach mal. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke dir vielmals. War sehr schön. Danke dir ebenso. Ja, und bei uns geht es natürlich direkt weiter mit den großen Highlights der Woche. Wir schauen in Staffel 2 einer Spin-off-Serie, auf die wir alle sehr, sehr lange gewartet haben. We're 30 now. And our lives are trash. Train wreck. Wow, we're really running out of board games to drink to. We all want to meet the love of our life. So cute. But the world is not that simple anymore. We're not a couple anymore. Can you guys really just turn it off like that? Your dynamic is incredibly sensual. Yep. What are we laughing at? We're just razzing our friend because she's dating an old guy. Yeah. I believe that's me. Oh, what? Listen, everyone be cool and chill. Just like me. Cool and chill. Let me hear you say it. What am I? Cool and chill. All right, now let's do me. I am tall and curious. We may not have been perfect. I'm doing it! I'm turning left! One-way street! Time to push. We may not have had it all figured out. We're both crazy. We're insane. But at least we had each other. We work well together. I couldn't agree more. Wir gehen in eine kurze Pause, sind aber gleich wieder zurück mit spannenden Film- und Serien-Highlights. Dranbleiben lohnt sich.
So, und jetzt wird es ziemlich hot. Im neuen Erotik-Thriller Obsession geht es um ein gefährliches Liebesdreieck zwischen Anna, ihrem Verlobten Jay und Jays Vater, dem Chirurgen Dr. William Farrow. Aus der sexuellen Spannung zwischen Anna und William wird eine explosive Affäre, die allerdings ziemlich riskant ist. Sie sind Jays Vater. Richtig. Aber sie hält er sich sehr bedeckt. Ihm ist nicht wohl dabei, uns einander vorzustellen. Gibt's einen Grund dazu? Anna, darf ich Wein nachschenken? Ja, gern. Aber so war er noch bei keiner. Vielleicht nur Sex. Irgendwas an ihr ist, keine Ahnung. Seltsam, finde ich. Die ich nicht vergessen will. Ich habe dieses unwiderstehliche Verlangen, bei ihr zu sein, die ganze Zeit. Und ich liebe dich, Anna. Was, wenn er die Wahrheit rausfindet? Es gibt für das hier keine Version, nur mit dir. Eine Ehe basiert auf Vertrauen. Suche nicht dort, wo sie es nicht will. Ich bin sicher, du hast alles unter Kontrolle. Wirst du jetzt etwas für mich tun? Weil gebrochene Menschen gefährlich sind. Sie wissen, sie können überleben. Romantischer geht's im nächsten Film weiter. Wir befinden uns im Südengland in den 1980er Jahren. Hillary arbeitet in einem kleinen Küstenort in einem Kino und lebt mit Schizophrenie. Der Kinobesitzer nutzt ihre Krankheit schamlos aus, emotional und auch körperlich. Die anderen MitarbeiterInnen wissen das zwar, trotzdem hilft ihr niemand. Bis eines Tages der neue Kollege Steven ins Team kommt, mit dem sich Hillary ganz besonders gut versteht. Im Interview verrät uns der Cast, was sie am Drehbuch besonders gecatcht hat und wieso wir mehr über mentale Gesundheit sprechen sollten. Wie fühlen Sie sich im Allgemeinen? Ich fühle mich ein bisschen betäubt. In Empire of Light schlüpft Oscar-Preisträgerin Olivia Colman in die Rolle von Hillary. Die arbeitet im Empire Cinema und kennt dort jede Ecke, als wär's ihr eigenes Zuhause. Ihr Leben ist eigentlich nicht sonderlich spannend, bis sie dem charismatischen Steven näher kommt. Ein neuer Kollege, der zudem auch deutlich jünger ist. Ist es bei Hillary eine psychische Erkrankung, die sich im Laufe der Handlung immer mehr in den Vordergrund spielt? Sind es bei Steven die rassistischen Anfeindungen aufgrund seiner schwarzen Hautfarbe, denen er sich im England der 1980er Jahre ausgesetzt sieht? Für Starregisseur Sam Mendes ist dieser Film besonders persönlich, denn er verarbeitet darin seine eigenen Erfahrungen als Sohn einer psychisch kranken Mutter. Wie das für alle Beteiligten war, verraten er und die beiden HauptdarstellerInnen Olivia Colman und Michael Ward im Interview. I don't know. No, I'm joking. It was great. I mean, when I first read it, I was like, you know, this is definitely something that I want to do. Whether Sam was kind of doing it or not, you know, it was a story that I've never seen a black man
written in that kind of narrative before, with a lot of hope, a lot of promise, and, you know, studying architecture and, you know, wanting to work in a cinema and all of those things. I never seen that, you know, and I've actually never met a person like that. You get what I'm trying to say? So I've always wanted to play a character that's kind of away from me, but can still carry the same sort of values, like positivity and, you know, wanting to help people, you know, which he wants to do with Hillary, you know, when she starts deteriorating. You know, he doesn't walk away from it, he wants to lean in and wants to help. So I felt that was really, really amazing about the script, you know. I had to look at it in an isolated way at first. And when you look at the whole story, you know, and, you know, the love of cinema and mental health and stuff like that, I haven't actually met anyone with mental health either. So, you know, I really wanted to tell a story that I know can help so much more people. You know, I know a lot of people are struggling with that now, especially because, you know, of social media, you know, people talk about it a lot more. So I can only imagine what it was like back then. And working with my acting coach, Gary Nurse, you know, he's met people like that, and we can actually talk about his experiences and understand that conversation, you know, from like... Also, Gary grew up in that period. Yeah, in that period. So everything was kind of like, you know, we was able to have someone that was really accessible to kind of speak about everything in detail, you know, of his experience, you know. And also it was very similar to... him having someone, you know, when he sees Hillary for the first time after she's highly medicated, I was just like, why is this woman that he's had sex with like not moving like she knows him? You get what I'm trying to say? I don't understand that, because I've never met that before. But Gary's like, no, you know, you don't even care about that at that point. You just want to make sure they're okay, which is what, you know. So it's testimony to how well Sam has written the script, and it's just, you know, just working with amazing people is something that always excites me. Like Sam and Roger, you know, I've watched loads of Roger's films, and I love 1917, so that pairing for me was exciting. Oscar-Preisträgerin Olivia Colman schlüpft in Empire of Light in eine besondere Rolle. Sie spielt in dieser ganz persönlichen Geschichte eine adaptierte Version der Mutter von Regisseur und Drehbuchautor Sam Mendes. Wie das für sie war und was im Entstehungsprozess in ihr vorgegangen ist, verrät sie im Interview. What was beautiful throughout the process is that I had the greatest font of knowledge, someone who had seen it, who would be watching me in the way, same way that he had watched someone, you know, become powerful, become incredible, and then sort of start to disintegrate. So Sam would go, no, it was that. I remember at that point it was, you know, the lithium did this, and you could tell me everything. So I had Sam holding my hands all the way through it. And at any point, we go, you know, why would she do that? Why would she? And you could explain it, because you had watched every second of it through your childhood, and so I couldn't have had a better person. Well, thank you. The funny thing is that what it trained me to do as a child, of course, is watch somebody like a hawk. It was just me and her. So what, and the tiniest inflection or a new scent or a new way of putting makeup on, or these could mean big things in my life. You know, this could mean that I would leave school, or I would go and live with my dad, or I would some, you know, so you're watching everything. And so then to go back into that world and to be again watching somebody for all those little signs, and to be this time helping tell a story through those things was really, it was moving and strange at times, you know. We had a whole thing about how much eye makeup, you know, the eye makeup told its own story, you know. As there's less and less sleep, there's more and more makeup covering up the lack of sleep, you know, and that whole process, that journey down into the dark. And also the nature of denial, you know, that someone can be fighting tooth and nail to not be taken into hospital, not be taken into a mental facility, and at the same time have her bag packed and ready because she knows she needs help. And those two things, to not want to go and to know you have to go, can coexist, is a really difficult thing to explain. Die Illusion von Leben. Das Dunkle seht ihr nicht mehr. Da vorn seht ihr nur das Licht. Nichts entsteht ohne Licht.
Weiter geht's mit einer modernen Adaption von David Cronenbergs Horrorfilm aus dem Jahr 1988. In Dead Ringers spielt Rachel Weisz die zwei eineigen Zwillingsschwestern Elliot und Beverly. Zwei weltweit angesehene Gynäkologinnen, die alles im Leben miteinander teilen und mit drastischen Maßnahmen die Grenzen der Medizinethik austesten wollen. Ja, da wird's ziemlich spooky. It's impossible to explain this relationship to anyone outside of it. We just cut a baby out of a woman's womb. She asked us to. We didn't just like do it. She's the funny one. My sister and I do work that is groundbreaking, but hopeful, radical, but safe. Sometimes I feel I've got to. I want to change the way that women birth. It is world-changing. How does that vomit-inducing idealism translate into dollars? I do my job to help people. Baby sister, you are so deliciously perfect. Where do you come from? Is capitalism very bad? You're okay. Oh, I'm brilliant! Now I'll run from you. You want me to grow you a baby out of nothing? Bring it on! Let's do the research. Let's make anything happen. Are you God? How did you create life where it would not grow? That is not what we want to be doing, though. But it might be. But it's not. But it could be. But it's not. What Frankenstein trauma are you up to? I really like her. What do you mean? It's none of your business. Everything's my business, not this. They're both brilliant, they're both liabilities. We are extraordinary. You're a psychopath. Oh, well, if I'm a psycho, you're a psycho. We are as close to perfection as you can get. That is just nuts. I love it. You don't need anyone else. You never have. You were looking really crazy for a while there. As it turns out, I'm really sane. Isn't that wonderful? Und wir kommen zu unserem letzten Highlight der Woche. Dieser Film ist besonders für alle Fans der Serie The Last Kingdom. Der Historienfilm The Last Kingdom, Seven Kings Must Die, ist nämlich eine Weiterführung der Serie und erzählt die Geschichte rund um die Konflikte zwischen Angelsachsen und Wikingern. Edward, der König dieses Landes, ist tot. Geht nicht davon aus, dass Æthelstan König wird. Kennt ihr die Prophezeiung, Uhtred? Sieben Könige sterben. Ganz Britannien wird sich vereinen. Das sieht nach Ärger aus. Ich tue nur das, was Gott will. Der Krieg wird kommen. Ihr müsst euch nur für eine Seite entscheiden. Gott will, dass du kämpfst. Deine Länder werden überrannt werden. Nein, du lügst! Wir können sie besiegen. Zusammen. Andernfalls kehren wir zurück in ein Zeitalter der Dunkelheit. Mit diesem Knallerfilm hören wir heute auf. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis ganz bald wieder hier bei Stream On. Ja, und in Zukunft könnt auch ihr die Amex Platinum-Karte mit einem Entertainment-Guthaben von 15 Euro monatlich nutzen. Zum Beispiel bei Netflix, Amazon Prime, Kindle, Audible, Amazon Music und vielen mehr. Ihr habt eure Platinum-Card, die nicht nur sehr hochwertig ist, sondern auch viel zu bieten hat. Ihr seid sicher unterwegs, könnt also entspannt reisen, startet mit einem Willkommensgeschenk von 250 Euro, habt den Schlüssel in der Hand zu außergewöhnlichen Ereignissen, Lifestyle-Events und eurem Entertainment-Guthaben. Was will man mehr? Alle Infos zur Karte und eurem Benefit findet ihr online auf amex.at/krone.